Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist der 6. Januar und Paula und ich werden heute eine Wanderung starten. Das wird wahrscheinlich unsere letzte Wanderung hier in Valencia sein. Wir haben ungefähr 20 Tage noch und dann werden wir schon wieder nach Deutschland zurückfliegen. Das ist unglaublich, wie schnell jetzt die Zeit vergangen ist und dass wir dann jetzt schon 5 Monate hier sind. Ich habe das Gefühl, es gibt noch über so viel andere Dinge zu sprechen, die wir jetzt in letzter Zeit erlebt haben oder auch generell einfach mal darüber zu sprechen, wie jetzt die Uni letztendlich war. Wir haben immer noch 3 Klausuren, die wir jetzt im Januar schreiben müssen, aber allgemein ist die Uni jetzt zu Ende und Paula und ich haben so eine kleine Bucketlist gemacht mit Dingen, die wir hier auf jeden Fall noch erledigen wollen, bevor wir zurück nach Deutschland fliegen, und uns ist einfach aufgefallen, dass wir jetzt gefühlt jeden Tag einen neuen Punkt auf der Liste haben, weil sich einfach so viel angesammelt hat und ja, wir im Dezember nicht wirklich darauf geachtet haben, dass wir im Januar ja schon wieder nach Hause fliegen. Wir haben ja eigentlich damit damals geplant, dass wir erst im Februar nach Hause fliegen, aber dann ja, mit den ganzen komischen Problemen mit unserem Vermieter hat sich das dann ja doch so ergeben, dass wir im Januar fliegen, was jetzt aber auch völlig in Ordnung ist. Naja, aber zurück zum eigentlichen Thema heute. Also ich werde euch heute mit auf eine Wanderung nehmen. Paula und ich haben diese Wanderung wieder in der App Komoot gefunden. Wir fahren nach Bunjol und unsere norwegische Freundin wird uns begleiten und wir dürfen das Auto von ihrem Freund ausleihen, was ich super nett finde, weil so müssen wir nicht extra wieder zum Flughafen fahren und dort das Auto ausleihen, was ja an sich überhaupt gar kein Problem ist. Das war recht easy die letzten Male. Aber so sparen wir natürlich Geld, wenn wir jetzt kein Auto mehr mieten müssen. Wir müssen jetzt einfach nur Sprit zahlen. Und ja, ich sitze hier gerade mit meinem Frühstück. Ich habe Haferflocken mit Sojamilch mir erstmal vorbereitet. Ich habe einen großen Apfel reingeschnitten und aber auch noch eine halbe Banane, weil ich dachte, ich werde sehr viel Energie heute brauchen und ich habe nicht so Lust, so einen großen Rucksack mitzuschleppen. Beziehungsweise Paula und ich teilen uns einen Rucksack und dann haben wir gedacht, wir nehmen noch ein Brot mit, die Wanderung dauert nur 3 Stunden. Also so viel Essen werden wir dann auch nicht brauchen. Und wir haben heute Abend auch noch vor, wieder in ein neues Restaurant zu gehen, was wir austesten. Das werde ich euch aber heute nicht mehr zeigen, denn ich habe auch vor, ein Video darüber zu machen, wo man gut in Valencia essen gehen kann. Also welche Restaurants sich gut eignen, speziell für Vegetarier, weil wir ja Vegetarierinnen sind und kein Fleisch essen. Aber in den meisten Restaurants bekommt man eigentlich auch Fleisch. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, wir fahren heute nach Bunjol und da werden wir dann circa 10,8 Kilometer wandern gehen. So stand das zumindest in der App drin. Ich kann bisher noch nichts über die Wanderung sagen, weil ich da selbst noch nicht war. Aber meine norwegische Freundin hat die Wanderung schon gemacht. Sie meinte, man kann die Wanderung auch unter dem Namen Ruta del Agua finden. Also Route des Wassers. Von daher werde ich mal davon ausgehen, dass wir die ganze Zeit an einem Fluss vielleicht lang gehen oder an einem ja, Flussbett, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich bei Google Bilder auch gesehen, dass wir einen Wasserfall sehen werden und eine Höhle und so Wasserbecken. Im Sommer soll man da wohl auch baden können. Heute ist es viel zu kalt, also wir werden definitiv nicht baden können. Wir haben circa 4 Grad draußen. Und um ehrlich zu sein, ich habe nicht erwartet, dass es hier in Valencia so kalt wird. Also für alle, die planen, im Winter nach Valencia zu gehen, weil sie vielleicht denken, ah, ich entfliehe dem kalten Winter in Deutschland. Ja, klar, das Wetter ist an sich viel besser hier und die Sonne scheint auch mehr. Wir haben kaum bis gar keinen Regen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal Regen hier hatten. Aber wir hatten jetzt auch schon Nächte 0 Grad und ja, also Schal und Mütze ist auch hier am Start bei 4 Grad. Am Tag wird es natürlich noch wärmer und wir haben auch noch Tage, wo wir 20 Grad hatten. Ich war tatsächlich letzte Woche noch einmal im Meer baden, weil ich mir vorgenommen hatte, einmal noch im Dezember im Meer baden zu gehen. Aber das war so kalt. Ich glaube, das Wasser hatte 13 Grad und die Lufttemperatur war zwar 20 Grad, sodass ich mich schnell wieder aufwärmen konnte. Aber es hat mich doch einiges an Überwindung gekostet, ins Wasser zu gehen. Okay, aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt genug geredet. Es soll ja um die Wanderung heute gehen. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir fahren nach Bunjol. Dort wird es eine 10,8 Kilometer Wanderung geben. Steigung ist nicht ganz so extrem. Ich glaube, das Höchste, was wir oder das Steilste, was wir einmal haben werden, sind 12%, habe ich in der App gesehen. Ja, und während ich hier am Frühstücken bin, lädt meine Drohne auch noch auf. Ich habe eben nochmal gecheckt und ich sollte die Akkus nochmal aufladen. Ich habe unbedingt vor, meine Drohne auch nochmal mitzunehmen heute und ein paar Luftaufnahmen zu machen. Ich muss natürlich immer schauen, wie viele Menschen so um mich herum sind. Ich habe keine Lust, die Drohne zu starten, wenn das so crowded ist und
ja, ich möchte natürlich auch niemanden stören, habe ich im letzten Video ja auch schon erwähnt, als ich meine Wanderungen vorgestellt habe. Deswegen muss ich immer ein bisschen schauen, da kann ich jetzt nicht so viel versprechen, ob ich wirklich Drohnenaufnahmen machen kann. Das Wetter scheint aber dafür eigentlich recht ideal zu sein. Also im Moment ist es nicht windig, müssen wir dann in Bunyol natürlich nochmal gucken. Bunyol ist aber ungefähr 30 Minuten mit dem Auto entfernt. Also ich schätze, die Wetterbedingungen werden jetzt nicht so viel anders in Bunyol sein, als wir es hier haben. Ja, damit würde ich sagen, ich esse jetzt erstmal mein Frühstück weiter und dann geht's auch schon los. Weiter geht's jetzt übrigens auf Englisch. Meine Freundin aus Norwegen hätte sonst ja nichts verstanden und ich hätte sonst immer hin und her switchen müssen. Okay guys, we are walking through the city center to my friend's house and the city is really empty today and I think it's because of the Dia de los Reyes. It's the 6th of January and it's a public holiday today here in Valencia. And the Dia de los Reyes, the 6th of January, is the Spanish Christmas actually. So a lot of Spanish people don't celebrate Christmas on the 24th but on the 6th of January. So I guess a lot of people stay at home today and have some family meetings and that's actually a perfect day to go hiking, so I guess all the hiking routes wouldn't be too crowded, hopefully. I don't know yet, but we will see, because all the Spanish people will have their Christmas today. So again, now it's a little bit more quiet here. The city is still like waking up, even though we have almost 11. But I think many people celebrated yesterday, since it's the public holiday today and no one has to work. We will go to our hiking route and I hope it's not too crowded today. I hope most of the people will stay here in Valencia. And normally they have a parade here during the 6th of January, but this time, because of COVID, it's cancelled, so there won't be a parade. That's why our friend told us we don't really have to stay in the city, because there's not much to see. So maybe we will see more tonight, but during the day there's nothing special here. So yeah, perfect time to go hiking today. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! You can take out the car. Perfect! Alright? Perfect. You are awesome. Yes. We're like, oh, Germans. So there we go, all in the car. It's a really small car, but it's enough for the three of us and this little cutie here. His name is Fonsi. He's from a shelter and he will be our tour guide today, I guess, right, Fonsi? Yeah. We are starting now. We just parked the car over there. And now we actually don't have to use the app Komo, because my friend, she has been here already. She's living in Valencia for 4 years now, or I think maybe 5 years already. So she will be our personal guide today and we can just enjoy the hiking path without looking at the app. But actually Komo is really nice to just follow the way. If you don't know where to go, it tells you straight or turn right, turn left here, if you don't have any signs on the streets. The weather is actually just perfect for hiking. The air is fresh and it's not too warm. It's actually a bit cold, but I guess we get warmer when we just heat up while we are walking. So I think we have around 12 degrees maybe, which is quite cold for Spain maybe, or for our past days, because we had like 20 degrees the past days. So yeah, it's a bit cold today, but perfect for hiking, so we don't get that sweaty and the sun is up, so it's really nice outside. Is that app Spanish? Yeah. So then we track our route now, and then maybe I can upload the route after. So Bunyol is actually the city where they throw tomatoes in the end of the season. But this year they cancelled it because of COVID, so I feel like they cancelled almost everything. I mean, just like they do it everywhere. And now we are leaving the street and just entering the hiking.
route. Let's see. And it's starting to incline already, right away. Also nachdem wir das Auto an der Straße geparkt haben und so circa 5 Minuten auf der Straße gelaufen sind, sind wir dann abgebogen auf den eigentlichen Wanderweg und der ging dann auch schon direkt ziemlich steil nach oben, aber der Anstieg hat 2 Minuten gedauert, also überhaupt nicht viel. Und danach wurde es dann erstmal flacher und wir sind circa 30 Minuten, glaube ich, erstmal flach gelaufen. Aber es war richtig toll, weil man relativ weit oben schon direkt war. It's December and I feel like we could walk in t-shirt maybe. I'm still wearing my jacket and a long sleeve. But I'll definitely take off the jacket soon. Auf dem flachen Stück hatte Fonsi dann erstmal seinen Spaß. Er durfte freilaufen und dann sind wir auf einen kleinen Pfad abgebogen. Ich bin froh, dass wir meine Freundin dabei hatten, denn ich hätte den Pfad so nicht gefunden. Wir hatten ja aber auch nicht die App Komoot gestartet, deswegen wurden wir jetzt von der auch nicht geleitet, sondern eben von meiner Freundin. Ab und zu mussten wir dann auch tatsächlich ein bisschen klettern. Das fand ich ganz cool, das bringt immer ein bisschen Abwechslung in die Wanderung. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Wanderung doch recht flach und einfach zu gehen war. Obwohl bei Komoot angezeigt war, dass die Wanderung schwer ist. Aber das kann ich so nicht bestätigen. Also bis auf dieses kleine bisschen Klettern oder Absteigen war es wirklich recht ebenerdig die ganze Zeit über. It's so nice here. It's like a little jungle. But also a bit dry. The ground is really dry here. But this is typical Spain here. So we found the water, finally, a bit. Right there. Fonsi wants to drink. Nach einer Stunde ungefähr haben wir dann doch endlich das Wasser erreicht. Ich hatte mich zwischendurch schon gefragt, ob das wirklich die richtige Route ist, weil sie ja Ruta del Agua hieß und wir nicht wirklich das Wasser gesehen hatten. Aber dann endlich sind wir an einen Fluss gekommen oder ja, Bachlauf, ich weiß nicht so genau, wie man das nennt, aber wir sind dann wirklich die ganze Zeit am Wasser entlang gelaufen und es war super schön, das Wasser in diesem Fluss war sehr klar, man konnte Fische drin schwimmen sehen und generell bis auf den Boden schauen und ich muss sagen, das war einfach wirklich wunderschön, das zu sehen. Ich bin immer wieder froh, wenn ich aus der Stadt rauskommen kann und keine Autos höre, keinen Stadtverkehr und dann dort in der Natur einfach das Wasser betrachten kann. Vor allem war es auch einfach schön, dort lang zu laufen und das Wasser plätschern hören. Also es war dann recht angenehm, wenn wir uns mal nicht unterhalten haben. Wir sind auch recht weit auseinander gelaufen. Das fand ich auch in Ordnung, sodass jeder mal seinen Gedanken nachhängen konnte. Zwischendurch hatten wir dann Spaß mit Fonsi. Der ist ab und zu richtig durchgedreht und hatte super viel Spaß auf dem Weg. Das hat mich total gefreut. Und ja, dann sind wir noch an einer kleinen Ruine vorbeigekommen. Das war aber wirklich nichts Spektakuläres, recht klein. Und dann ging es für uns endlich zu der ersten kleinen Wasserstelle, wo wir dann Rast machen konnten und einen Wasserfall betrachten konnten. Here are, I guess, some stairs, so I'll check it out. Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen und bin die Treppenstufen hochgelaufen, auch wenn das nicht wirklich auf dem Weg lag. Also man ist dann quasi die Treppen hochgelaufen und am Ende sind wir wieder umgekehrt und sind wieder auf den Pfad zurückgekehrt. Aber wir sind dann zu dieser einen großen Höhle gekommen und von Weitem machte das gar nicht so den Anschein, als würde da jetzt noch ein Wasserfall kommen. Das war ziemlich cool. This is so pretty here. Look at the water and the waterfall. So far, this was definitely the highlight of the tour, this waterfall and this big cave here in the background. So I feel like this trip
was maybe the best? I don't know yet. I'll decide in the end of the trip. Wir waren alle so begeistert von der ersten Wasserstelle, dass wir dann erstmal entschieden haben, hier eine Pause zu machen. Wir sind bis dahin circa 2 Stunden schon gegangen, schätze ich so. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, um ehrlich zu sein. Wir haben dann erstmal nur die Banane gegessen. Wir hatten zwar auch noch Brot dabei, aber wir dachten, vielleicht machen wir irgendwo anders nochmal eine Pause. Insgesamt war der Weg wirklich sehr abwechslungsreich. Zwischendurch sind wir auf kleinen Trampelfaden gelaufen. Und ab der ersten Wasserstelle hat uns das Wasser dann bis zum Ende auch begleitet. Also das ist dann immer wieder links oder rechts von uns lang geflossen. Und ab und zu kamen wir dann wieder zu größeren Wasserstellen. Wir sind zwischendurch auch sehr durchs Gebüsch gelaufen, also durch so kleine Tunnel, die dann so angelegt wurden. Das fand ich sehr schön. Man musste auch ein bisschen über Steine klettern. Also es war jetzt kein sehr einfacher Weg, den man hätte mit Kinderwagen machen können. Aber ich denke, Kindern macht die Wanderung auch sehr viel Spaß. Diese kleinen Bachläufe wurden übrigens extra angelegt, um die ganzen Orangenplantagen links und rechts zu bewässern. Also von diesen Wasserstellen wurden kleine Bachläufe abgeleitet, die dann direkt auf die Felder geführt haben. Das finde ich, haben die eigentlich sehr gut gelöst, denn man kann trotzdem dort noch wandern gehen und es sieht alles sehr schön aus und nicht wirklich, ja, irgendwie verunstaltet, sondern es ist alles sehr natürlich geblieben. Hier an dieser Wasserstelle kann man im Sommer übrigens auch baden gehen. Das Wasser ist so klar dort und ich wünschte, wir hätten baden gehen können, aber es war viel zu kalt an dem Tag. Meine Freundin Martina hat mir erzählt, sie war hier in diesem kleinen See schon mal baden, sie ist reingesprungen, aber es sind auch sehr viele Fische in diesem kleinen Teich drin. Also sie meinte, sie hat nicht viel Zeit da drin verbracht, sie ist dann schnell wieder rausgekommen. Und nach ungefähr 2,5 Stunden hat sich die Wanderung dann langsam dem Ende zugeneigt. Wir sind dann wieder auf einen normalen Pfad gekommen, wo man hätte auch mit Kinderwagen schieben können. Wir waren dann auch schon in der Nähe des Parkplatzes und dort haben wir dann auch recht viele Menschen getroffen. Also wir waren auf der ganzen Wanderung eher alleine. Wir haben, glaube ich, in der ganzen Zeit 5 andere Menschen getroffen, die unterwegs waren. Und dann hier an der letzten Wasserstelle haben wir recht viele Menschen getroffen, da die einfach vom Parkplatz aus direkt an diese Wasserstelle gekommen sind, um sich den größten Wasserfall anzugucken, den wir auf der Wanderung gesehen haben. Der war sehr imposant, also er kommt jetzt vielleicht in dem Video nicht so rüber, wie er dann wirklich in echt war. Es war richtig schön, nochmal so einen großen Wasserfall zu haben. Aber es waren dann doch einige Leute da, was dann nicht mehr ganz so idyllisch war, um ehrlich zu sein. So I actually took my drone, but I hadn't had the time to take it out and take some drone shots. But these guys over there, they have their drone. And it's right there, it's coming down. I don't know if you see it. So maybe I should have taken some drone shots, but I'm not really sure because the scenery here is nice, but I don't think that it's good for drone shots because everything is so small and the pathways are so, there are so many trees and all that, so I don't think it's really good to like go around there with the drone since I have to still learn how to really guide the drone. I'll do it more often when I go back to Germany though. Und damit sind wir am Ende meiner Wanderung angekommen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich bin sehr froh, dass wir diese Wanderung gemacht haben und ich freue mich schon auf die nächste.